Herr CDU-CSU-Fraktion das Wort. Geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es wurden ja schon die wesentlichen Inhalte dieses Gesetzes ja mit hier dargelegt. Einmal, dass wir auf der einen Seite auf die deutsche Rentenversicherung und die knapp schaffbaren See hier eine Übertragung vornehmen, nämlich der Verwaltung von verschiedensten Haushaltsmitteln und Projekten, die dann durchgeführt werden und auf damit eine vernünftige grundsätzliche Verwaltungsregelung besteht und damit auch die Durchführung gebündelt werden, immer in der Aufsicht der entsprechenden beauftragenden Ministerien, die dann hier diese Projekte also auch mitfinanzieren und durchführen. Das ist ein sinnvoller Gang, denn damit wird vieles zentralisiert, viele Stellen, vor allen Dingen 16 Zuständigkeiten und dergleichen mehr, werden damit verhindert. Und ich glaube, dass dies im allgemeinen Interesse ist und auch die Zustimmung auch bei der Anhörung, aber insgesamt auch bei den Beratungen von allen Fraktionen auch mitgefunden hat. Das zweite Problembereich, der mit angedockt ist, das ist die alle 5 Jahre stattfindende volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die dazu führt, dass die unter anderen Parametern immer wieder stattfindet und damit es letztendlich bei der Anpassung bei der Rente unterschiedliche statistische Effekte gibt. Und um diese statistischen Effekte, die dann bedeuten, wir wollen ja mithaben, dass die Renten sich so entwickeln, wie sich auch die Löhne entwickeln. Das ist hier mitgegeben, aber es gibt statistische Effekte, dass auf einmal plötzlich die Renten stärker steigen wie die Löhne. Und das ist ja nicht im gewollten Sinne. Und deshalb wird dies angeglichen und dann zukünftig einer gemeinsamen Grundlage auch mit unterworfen, damit nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das ist dann zukünftig ausgeschlossen. Hier haben die Rentnerinnen und Rentner keine Nachteile, sondern eine kontinuierliche Entwicklung in der Rentensteigerung mit zu erwarten. Ich bin jetzt völlig überrascht, dass die Kollegin dem Teil nicht zustimmen kann. Bei den Beratungen ist dies anders zum Ausdruck gebracht worden. Aber sei es drum, insgesamt glaube ich, also ist es eine sinnvolle Ergänzung. Und deshalb bitte ich um die entsprechende Zustimmung. Herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Straubinger.